In 2 Minuten zeige ich Ihnen hier, wie ich ein Hotel gebaut habe aus diesen Linien und Schrift- und Blindmaterial. Diese Linien übrigens haben Gehrungen, 4 Punkt stark, schraffiert. Und dieses Hotel ist für das neue Buch von Max Gold. Sind wir denn nur in Kordbettwäsche etwas wert, was etwa im November 2012 erscheinen wird? Diese Herstellung von diesem Hotel ist recht kompliziert und das dauert Stunde um Stunde, all diese kleinen Teile zusammenzusetzen, die ja in der Druckform festhalten müssen und punktgenau stimmen. Ein Punkt sind 0,376 Millimeter. Hier sieht man also langsam das Hotel entstehen. Und ich habe ein Foto gemacht, wo meine Finger mit drauf sind, damit man mal erkennen kann, wie klein das ist. Man arbeitet also auch mit einer sehr kleinen Pinzette und mit dieser Ahle, die da links angeschnitten zu sehen ist. Jetzt ist die Form geschlossen, aber das ist übrigens die gesamte Druckform, aber es kommen noch Teile hinzu. Sieht übrigens auch von Ferne sehr schön aus, dieses golden leuchtende Messing. Ich habe es innen dann nochmal umgebaut, also Züge und ein Bus und ein Strauch und ein Weinglas und ein Essbesteck und auch ein kleines, ja, vielleicht so eine Art Minarettkopf ist da drauf. Das ist also die fertige Druckform und gedruckt sieht es dann so aus. Normalerweise sieht der Schriftsetzer alles kopfstehend und hier ist es mal richtig rum. Auf Wiedersehen.